Hey Chomba, willkommen in Night City und in diesem Video. Es kamen Gerüchte auf, wonach CD Projekt Red vorhat, Cyberpunk 2077 nun doch noch eine Third-Person-Ansicht zu verpassen und das immerhin ein Jahr nach Release. Die Community ist regelrecht aus dem Häuschen, weil es ja doch ein Feature ist, das sich ziemlich viele Jooms da draußen schon seit Release gewünscht haben und viele schon davor. Doch wie kam es zu den Gerüchten eigentlich und was steckt dahinter? Der Hintergrund dafür sind mal wieder die Jobangebote, die CD Projekt Red in den letzten Monaten und Wochen veröffentlicht hat. Demnach sucht das Studio nach einem Kameraprogrammierer. Diese Leute sorgen für die Kameraposition in Spielen und letztendlich auch dafür, dass wir unseren Charakter aus der Third-Person-Ansicht sehen können. Das gilt sowohl für das Gameplay, also wenn wir mit einem Char durch die Gegend rennen, als auch in Zwischensequenzen. Dazu gibt es auch noch einige andere Jobangebote, die in dieselbe Richtung gehen. So sucht das Studio auch 3D-Charakterartists, 3D-Head-Modeller, weitere Charakterartists, Gameplay-Animatoren und noch einige für andere Bereiche, die man für eine Integration von einer Third-Person-Ansicht gut gebrauchen könnte. Diese Jobs sind auch Cyberpunk 2077 zugeordnet und deshalb denken viele, dass CD Projekt Red den Wunsch der Third-Person-Fans womöglich demnächst aufgreifen möchte. Allerdings muss man hier auch direkt sagen, dass bei vielen der Jobangebote eben auch Witcher-Serie als zweites Projekt dabei steht. CD Projekt Red hatte 2021 eine Strategieänderung angekündigt. Demnach soll das Team dynamischer an verschiedenen Projekten arbeiten. Von daher werden viele Entwickler und Künstler kein festes Projekt mehr haben, sondern eben an mehreren Projekten arbeiten. Deshalb kann es auch sein, dass die Leute, die sich dann auf diese Jobs melden, im Wesentlichen für das neue Witcher-Spiel die Third-Person-Ansicht machen und in Cyberpunk 2077 vielleicht nur gewisse Zwischensequenzen. Von daher ist so ein Jobangebot als Infoquelle immer etwas schwierig. Anders sieht es beim Thema Multiplayer aus. Allein der Fakt, dass das Studio eine Reihe an Entwicklern sucht, die sich im Multiplayer-Bereich auskennen müssen, zeigt klar, dass das Studio seine Ausrichtung hin zu Online-Komponenten in allen Titeln wohl wahrmachen möchte. Aber bei einem einzelnen Feature ist das jetzt wirklich schwierig festzumachen. Doch wie wahrscheinlich ist sowas eigentlich? Bei dieser Frage habe ich mich spontan gefragt, ob es in den letzten Jahren oder überhaupt schon mal ein Spiel gegeben hat, in dem eine Third-Person-Perspektive nachträglich hinzugefügt wurde. Also durch die Entwickler und nicht durch irgendeinen Mod. Mir fiel da tatsächlich kein Titel ein. Auch per Google habe ich spontan nichts gefunden, was aber insgesamt nichts heißen muss. Falls du da irgendeinen Titel kennst, dann würde ich mich auf jeden Fall über eine Info von dir freuen. Denn ansonsten wäre das schon mal ein schlechtes Zeichen, wenn es noch nie bei irgendeinem Spiel nachträglich dazu kam. Offenbar ist das Ganze schon etwas aufwendiger, als mit ein paar Kameraeinstellungen zu spielen. Hier werden ganz verschiedene Bereiche im Spiel berührt. Manche verweisen an dieser Stelle auf die Möglichkeit per Mod auf dem PC in Third-Person-Ansicht zu spielen. Da geht es schließlich auch ganz einfach, so die Meinung von einigen Leuten in den diversen Kommentarspalten. Aber abgesehen davon, dass sowas bestimmt nicht einfach ist, spricht dieser Mod sowohl für als auch gegen ein nachträgliches Hinzufügen einer offiziellen Third-Person-Ansicht. Dagegen, weil man damit so einige Systeme überarbeiten müsste, damit diese Ansicht auf allen Plattformen zuverlässig funktioniert und es sich am Ende auch so anfühlt wie in The Witcher. Bei dem Mod merkt man einfach, dass es ein Mod ist. Zwar kann das alles superklasse laufen, aber immer wieder gab es auch Probleme und es fühlt sich halt immer noch nach etwas Hinzugefügten an. Ein Grund dafür ist auch, dass das ganze Spiel auf Ego-Perspektive geplant und eben auch ausgelegt wurde. Das müsste man alles ändern und das wäre natürlich wieder eine potenzielle Bugquelle, die man sich da selbst schaffen würde. Auf der anderen Seite zeigt der Mod aber auch, dass man hier bereits ein gewisses Fundament hat. Man muss sicher nicht bei Null beginnen. Zudem gibt es eben bei CD Projekt Red viele Entwickler und nicht nur ein, zwei Modder, die sich um das Projekt kümmern können, womit eine Menge Fachkompetenz dahinter stehen, besonders wenn diese besagten Stellen besetzt werden. Schaffen würden sie es damit auf jeden Fall. Es wäre auf jeden Fall ein schönes Zeichen an die Community, in deren Reihen eben viele sind, die unheimlich gern in der Third-Person-Ansicht auf allen Systemen spielen würden. Eine optionale Third-Person-Ansicht würden die Leute also wirklich feiern und ich wäre auf jeden Fall mit dabei. Eine gute Möglichkeit zu checken, wie wahrscheinlich etwas ist, kann dann immer auch der Blick darauf sein, wie es eigentlich mit der Kohle aussieht. Würden mehr Kopien von Cyberpunk verkauft werden, wenn dieses Feature käme?
Ich glaube zwar, dass es da draußen bestimmt so einige Leute gibt, die grundsätzlich nur Third-Person-Titel kaufen, aber ich weiß auch, dass viele sich trotzdem Cyberpunk gekauft haben. Insofern glaube ich jetzt nicht, dass der Zuwachs durch dieses Feature so riesig wäre. Dagegen kostet es aber Geld, das Feature offiziell ins Spiel zu bringen. Das machen die Entwickler ja nicht in ihrer Privatzeit und während sie das machen, machen sie halt nichts anderes. Statt sich um neue Zwischensequenzen, zum Beispiel für Erweiterungen zu kümmern, baut man eben das System um, damit das bisherige Gameplay in der Third Person funktioniert und sauber läuft, plus eben die anschließende Zeit und Arbeit, die nötig ist, um dann wieder alle Bugs zu fixen, die daraus entstehen werden. Wenn es also nur um Kohle geht, dann würde das Studio diesen Schritt wohl sicher nicht unternehmen. Außer man verfolgt in diesem Zusammenhang ein weiteres Projekt. Vielleicht macht man es ja wie in Destiny. Dort ist man während des Einsatzes, also in den Kampfgebieten, in der Ego-Perspektive unterwegs, während man in den Social-Hub-Bereichen eben in der Third-Person unterwegs ist, womit man einfach eine bessere Übersicht hat. Es wäre also möglich, dass beides richtig ist. Ja, Cyberpunk 2077 bekommt eine Third-Person-Ansicht, aber nein, nicht für das Solo-Game, sondern für das Multiplayer-Game und dann auch nur unter bestimmten Bedingungen. Das wäre komplett vorstellbar. Dafür würde auch sprechen, dass der besagte Kameraentwickler für den Standort Vancouver gesucht wird und genau dort versammelt sich auch das Know-how zum Thema Multiplayer bei CD Projekt Red. Aber auch das muss nichts bedeuten. Ich für meinen Teil denke eher nicht, dass man das Feature nun ins Solo-Game nachträglich einbauen wird. Ich denke, es wäre einfach zu aufwendig und würde zu viele Ressourcen kosten. Vielleicht irgendwie im Multiplayer-Modus oder vielleicht geht es ja auch bereits um ein ganz neues Projekt. Doch wer weiß, vielleicht überrascht uns CD Projekt ja wieder. Wie siehst du das mit der Third-Person-Ansicht? Muss die sein oder nicht? Und wenn ja, glaubst du, dass CD Projekt Red uns demnächst den Gefallen tut und uns dieses Feature bringt? Oder denkst du, dass daraus nichts wird? Schreib es in die Kommentare. Die Top-Kommentare landen dann im nächsten News-Video. Zuletzt ging es um die Frage, ob nach der Erweiterung Schluss mit Cyberpunk 2077 ist. Dazu schrieb FlatBuddy seine Meinung. Die Reise hat gerade erst begonnen. Der Schlüssel heißt Geduld. Ist wie Weihnachten. Einmal im Jahr und dann wieder 12 Monate Vorfreude. Und Dulan fügt hinzu, wäre ein Tritt in den eigenen Hintern, wenn nach der ersten Erweiterung nichts mehr kommt. Dreckiger Dan hat dagegen eine ganz andere Meinung. Glaube eher, sie suchen primär erfahrene Unreal 5 Entwickler und die unfähigen Mitarbeiter werden schlichtweg entlassen. Gerade weil Cyberpunk 2077 einen katastrophalen Release hatte und weil Investoren getäuscht wurden, werden sie schwer zwei Titel parallel am Laufen halten. Von daher tippe ich auf ein schnelles Ausklinken aus Cyberpunk und der volle Fokus wird auf Witcher gesetzt. Maximal ein DLC und ein rundes Update zum Schluss und die sind damit durch. Die hier zitierten Kommentare findest du unter dem Video, dessen Link ich dir in die Videobeschreibung packe. Das soll's auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City.